geht und wir schauen jetzt mal nach, was so Schönes geschehen wird. Jetzt bei den zwei Bricks. Viel Spaß, wo wir aufgehört haben. Deckung! Deckung! Rum um die Kurve, los! Das packen wir noch! Wir haben noch genügend Power, Leute! Wo ist der Kap... Oh, da ist der Ganze. Oh, 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 die wollen uns rammen! Oh Scheiße! Jetzt aber. Los, die kriegen wir jetzt. Den haben wir. Den haben wir. Feuer! Auf dein Zeichen, Captain! Feuer! Alle außer Großkraft, bist du für den Segel halten. Los geht's! Volle Fahrt. Oh Scheiße, da vorne ist ein Zerstörer. Oder sowas in der Art. Wie heißen die Dinger? Kriegsschiff. Oh, weg hier. Jetzt wird's aber echt happig, Leute. Also, das wollte ich jetzt noch nicht machen. Weg, 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 weg. Der Gelbe hat uns nicht mehr in Sicht. Aber geentert wird trotzdem. Enter an! Rettet sie in den Arsch und lasst die britischen Stahl stecken. Yay! Abstergo-Herausforderung. Pum, das war's Gesicht. Okay. Rüber, Männer. Auf geht's. Ach, euer Ernst? Ich kämpfe doch hier nicht mit Händen. Sieg! Sehr schön. Geplünderte Beute, Rum, Zucker, schwere Kugeln, Mörsergeschosse, Crewmitglieder. Injektor reparieren, das machen wir auf jeden Fall. Versenkt das Schiff, Leute, wir haben die Beute und ciao. Den Aufenthalt soll das Ziel erreichen. Assassin, Metall plündern. So, das war das erste. Was bist denn du da drüben eigentlich? Du bist kein Jagdschiff, du bist eine Brick. Was? Was ist denn das hier für eine Glocke? Oder Wrack? Werft die Tab- und Tarnsegel! Und bringt den Kahn zum Stillstand!
Was müssen wir jetzt überhaupt machen? Fortschrittsanzeige, Metallladung erbeuten, Metallplündern, 75, etwa der Pferdwege erfahren und Aufregung in seinem steigenden Bekanntheitsgrad erreicht. Hiss die schwarze Flagge, Edward erfährt welche Gefahren, ne? Eine Jagdschiff plündern. Und dann haben wir es geschafft. Okay, dann machen wir das noch mal. Captain am Ruder! Halbes Segel, fangt etwas Wind ein! Captain am Ruder, ja, schön. Müssen da jetzt so fette Schiffe rumfahren, ey? Die packe ich ja nie im Leben. Das finde ich unfair. Ein bisschen. Was ist mit jemand, Shanti? Und komm gleich wieder. Captain ist Außenbord! Was? Captain ist Außenbord? Sag mal, bin ich ein Außenbordmotor? Seid. Ich hab doch da gerade was gesehen. Wo ist das jetzt? Ist nix hier oder was? Irgendwie gerade ein bisschen seltsam, Leute. Ach, ganz da hinten. Ja, wow. Ich hoffe, das lohnt sich. Ups. Fast über das Ziel hinausgeschossen. Einfach schwimmen, einfach schwimmen. Da la la. Eine Brickhammer jetzt. Was ist dann bitte ein... Oh, ein Schonerhammer. Aber was ist dann bitte ein Jagdschiff? Sind es die kleinen? Ist hier noch irgendwas, bevor wir abhauen? Tierchen? Ne, hier ist gar nichts. Nur ein Cliff. Okay. Tauchen. Oh, auf einmal war es leer. Wollte mich veräppeln. Kann ich da rein? Jawohl. Gehen wir mal in die Kapitänskajüte. Muss man sich ja auch mal angucken, ne? Ah, Ausrüstung wechseln. Okay, hier ist nichts. Schiff ausrüsten, schauen wir mal. Ah, okay. Okidoki, haben wir was verkauft. Finde ich ja cool, dass man das auch hier machen kann. Und man nicht immer an Land sein muss. So, ich würde sagen, wir gehen wieder ans Ruder und schauen mal, dass wir jetzt so einen Jäger finden. Ich glaube, da fährt auch gerade einer. Den holen wir uns. Ich glaube, ich habe jetzt... Oh nein! Ist schon wieder eine Break. Oh, 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 oh! Feuer! Feuer! Feuer!
Geschütz! Feuer! Arbeiten dran! Feuer! Gib mir etwas, Bart! Jetzt hier zusammen, Bart! Feuer! Ja! Feuer! Haben Sie vom Mund backen! Scheiße! Feuer! Bereit zum Schießen! Alle aus der großen Berg! Degelberg! Bewegung, verdammt! Großengel, los geht's! Eine Böe kommt auf, Captain! Feuer! Ein Salve genau da rein! Feuer! Krieg jeden fetten Stoff in den Wind! Mehr Segel! Gib mir mehr Segel! Haben Schaden genommen! Feuer! Gar nicht so einfach. Oh, Leute, oh fuck! Hoho, war das knapp. Jetzt alles oder nichts. Die holen wir uns. Segel, wie ihr könnt. Alle Segel setzen und starken fest. Der Reifhals wird sie an. Entern. Jo ho, jo ho. Und wir wurden rum. Das war's. Geplünderte Beute, Metallzucker, schwere Kugeln, Crewmitglied. Ja, Sektor reparieren und versenkt den Kahn. So, und jetzt brauchen wir noch was? Piratenjäger werden mir folgen. Ah, das ist also ein Jägerschiff. Ja. Dann hoffen wir mal, dass sie bald auftauchen. Was sind Piratenjäger? Ja, wo? Alle Segel, sie verträgt er! Die werden wir jetzt mal schön überraschen, da wir wissen, dass sie kommen. Oh, 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 was mache ich denn? Feuer! Daneben! Er hat uns voll erwischt! Feuer! Ja! Mars und Topsegelberg! Dr. Trimmen, alle Segel einholen! Warten hoch und groß hin! Feuer! Feuer! Da ist sie am schwächsten, Captain! Feuer! Wir sind schneller. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht in eine Sandbank fahre. Ist gerade nicht so lustig, ey. Weg hier, Leute. Ja, ich merk's. Ah, der fährt gegen die Sandbank. Feuer! Da sind sie am Entfinden. Feuer!
bereit zu schießen, Sir. Der Wind ist so stark, dass diese Feuer! Captain, ein paar Treffer hier und sie bricht. So viel Segel Gegner wie ihr könnt. Feuert! Nur Zeit und Holz können das noch retten. Mehr Segel, alle Segel! Alle Segel setzen! Werft die Top- und Rahmsegel! Rollt die Top-Segel auf! Los, wir haben den Wind auf unserer Seite, Jungs. Volle Fahrt! Das packen wir! Auf dein Zeichen, Captain! Feuer! Du musst ausweichen, die Segel und halbe Segel, fangt etwas Wind ein! Halt getroffen, Sir! Mal, wie oft können die... Feuer! Sind bereit, Sir! Und jetzt holen wir sie uns. Go, go, go. Oh nein. Oh nein, ich befürchte Schlimmes. Oh, das war Fail von mir. Ich bin voll gegen das Cliff gefahren. Aber das passiert auch mal in einem Let's Play, ne? Sicher bemerkt hast, Prost. Ist die Zahl der Handelsschiffe in diesen Gewässern dreimal höher als die Zahl der Kriegsschiffe. Fernrohr, jawohl, ich weiß. Hi, leichte Beute, aber in kleinen Dosen. Stimmt. Und um die Marine hervorzulocken, richtet man am besten etwas Unheil an. Ein paar kleine Fische, um die Großen zu ködern. Genau. Also kapere und plündere frisch drauf los, Captain Campbell. Erstmal gegen den Wind segeln. Segel setzen! Den holen wir uns. Könnte sie lahmlegen. Feuer! Bereit zu feuern, Captain! Feuer! Ein gut platzierter Schuss! Feuer! Kann man sie entern oder geht sie unter? Einholen und aufgehen! Nicht rammen, nicht rammen! Rennt die Hauptsegel in den Wind! Wir werden auf sie treffen, Sir! Und entern! Jetzt geht es, Jungs! Rettet sie in den Arsch und lasst die britischen Stahlschnecken! Ich würde sagen, wir haben sie schon. Sehr geil gelaufen. Sudale. Jetzt müssen wir ein bisschen Unheil anrichten, dass wir wieder einen Jäger bekommen, weil wir haben auch nicht mehr so viel Zeit, wie ich gerade sehe. Mit dieser Beute können wir das Schiff aufrüsten, Captain. Wir werden sie ran, Sir! Mehr Segelmänner! Ich sehe da einen Was war denn das gerade? Alle Segel, Bewegung! Ein Schotthorn an die Steuerbau! Schiffswrack überlegen! Obacht! Feuer! Verfluchte Abraham und Marssegel fest zurück! Großsegel, los geht's! In die Bugbanken! Na los! Finde ich, Shanti ist geil. Segel voraus! Eine Militärbrig am Horizont! Gutes Auge, Mann! Bist du bereit dafür, Camry? Denn sie wird sicher einen guten Kampf liefern. Er ist dafür, die Brig aufzubringen. Ruft ein! Na, genau das wollte ich hören! Gib das Signal! Wir rammen sie! Vorsicht!
nicht mit der Navy, Jungs. Könnte eben so ran wie Breitseiten gehen. Ich setze die Pulver. Oder? Nein, so geht es. Nur gewusst wie. Hier sind Leute, die wir mitnehmen können. Bereit machen für Aufschlag! Ober- und Hörnsäle schieben und dicht holen. Du wirst uns versenken, Kenway. Werde ich nicht. Die Segel einholen. Na komm, Brick, komm. Oh, jetzt haben sie mich getroffen. Jetzt gibt's Action. Getroffen, Captain! Feuer! Vertreter, Captain, Sie nachlegen! Feuer! Bereit zu schießen, Captain! Mars- und Kraftsegelwerk! Öffnet die Hauptsegel! Oder sie sind scharf! Verlangsamt, Captain, geschossen! Stopp! Brav! Nachsegel! Alles in den Sätzen! Feuer! Feuer! Bereit zu feuern! Gebt den Wind nach! Schöne Welle gerade. Gegner, Feuer! Die darf uns auf keinen Fall rammen, Captain! Los, macht sie alle, Leute. Okay, den Rest machen wir von Hand. Let's go. Das Schiff geplündert. Wie komme ich immer auf erobert? Sektor reparieren. Mach mir auf jeden Fall, weil wenn der Jäger kommt, müssen wir bereit sein. Wir sind aber schon bei 25 Minuten und ich trödel hier rum, ey. Das ist nicht mehr schön. So eine Keilerei, bei Gott. Wie stehen wir da? Ein guter Fang, kein Zweifel. Jetzt sollten wir uns besser zurückziehen und uns Anonymität erkaufen. Einverstanden. Also, wie werden wir unseren schlechten Ruf wieder los? Mit Geldbuße. Ein hübsches Sümmchen an den richtigen Beamten und die Marine lässt dich in Frieden. Gut, dann tun wir das doch. Ich muss diese guten Samariter ja irgendwann kennenlernen. Gut mitgedacht. Rahmsegel einholen! Sie! Alle Segel, sie verschreckt das! Hoch, Leute! An die Rahmsegel! Frisches Fleisch für uns, falls du triffst, Captain! So
So, mit dem örtlichen Beamten sprechen. Das machen wir jetzt noch ganz schnell und dann ist finito mit der Folge. Wir haben es ja jetzt doch geschafft, die Ziele zu erfüllen. Auch wenn wir einen Jäger nicht versenkt haben. Aber hey, man kann nicht alles haben. Da war gerade ein Bug. Leck, wie auch immer. Ich merke schon, ich muss mal wieder mein ganzes PC prüfen, sauber machen. Wiederholen und aufkeilen. Hauptsegel rein. Ja, wie es sich von alleine rumdreht. Cool. Nice gemacht. Legen wir an? Ja, wir legen an. Na komm. Und ab nach drüben. Hallöchen. Hey, hier waren wir doch heute. Schon mal. Senor Leroux, es scheint, als könntest du Hilfe bei der Flucht brauchen, mein Freund. Meinen Dank. Betrachte dich von nun an als ehrbaren Bürger, Captain. Sehr schön. Ich sag auch mal Danke dafür. So, wir sollen den Breitseitenkanonen kaufen. Machen wir. ¿Puedo ayudarlo con algo? Kaufen, Injector Upgrade, Breitseitenkanonen. Bestätigen. Und schon haben wir wieder mehr Bums auf unserem Schiff. Würde ich mal dazu sagen. So, an dieser Stelle ist das Abenteuer von uns auch schon. Du bist schon ein Künstler, Kenway. Du hast Talent für solche Arbeit. Vorbei? Was Spaß macht, ist es keine Arbeit. Humbug. Aber ich mache das nicht ewig, Leute. Nur bis ich genug Geld habe, um zu Hause Land und Einfluss zu kaufen. Mein Gott, hör dir dein Gefasel an. Träumst immer noch von deiner Dirne daheim in England, wo du hier jedes Weib haben könntest, ohne Probleme. Ah, welch hehre Ziele ihr doch habt. Was für eine blöde Einstellung. Ich dachte, ich wäre in der Gesellschaft von Höllenhunden. Ja, solange es Zeug das schmeckt. Das war ein guter Tag. Wie ist die Stimmung? Zahnlose Grinsebacken. Ein paar reden davon, sich mit Master Kid zu treffen, um eine Plantage zu überfallen. Eine Plantage? Das ist gewagt. Und profitabel, wenn wir Erfolg haben. Ei. Eine gute Idee. Ja, und das werden wir in der nächsten Folge sehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen da. Würde mich sehr freuen. Oder auch sogar ein kostenloses Abo. Ja, und das war's auch schon. Und ich bin raus. Tschaußen, ihr Lieben. Und das, was da steht, optionale Ziele, das kann man immer noch irgendwann machen.